Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Scotty hat sich heute anscheinend seit langer Zeit mal wieder dazu bewegen lassen, sich während der News neben mir zu platzieren und dabei meine Hand zu lecken. Dabei gibt es heute auch einiges zu berichten, insbesondere von Kevin Feige, der irgendwie jetzt mit bei Star Wars und gleichzeitig raus bei Star Wars ist, und von einem Anakin Skywalker, der damals ganz anders hätte aussehen können, was ziemlich interessant ist. Und vor allen Dingen von wem anders gespielt hätte werden können. Ich darauf komme jetzt im Video. Bevor wir aber tiefer in die Materie reinsteigen, möchte ich noch einmal unser neues Projekt Quest vorstellen. Wir, das heißt ich, Nerd Factory, Prima Lavera und ein paar wunderbare ehemalige Arbeitskollegen von mir, führen seit kurzem einen wirklich fantastischen Dungeons & Dragons Kanal. Das heißt, wenn ihr spannende Geschichten mit uns erleben möchtet, dem Hobby vielleicht ein wenig auf den Zahn fühlen möchtet, dann seid ihr da genau richtig. Dort gibt es auch einige Lore-Videos zu genau dieser Welt, die ich für euch einmal aufgenommen habe. Wie gesagt, der Link einmal unten im angepinnten Kommentar. Jetzt geht's aber rein in Thema Nummer 1 und hier geht es um Kevin Feige. Scotty, weißt du, wer Kevin Feige ist? Nein? Dann möchte ich es dir mal direkt erklären. Das ist nämlich derjenige, der quasi Marvel groß gemacht hat. Kevin Feige sitzt relativ weit oben schon immer in Richtung Disney und hat das ganze Marvel-Konzept schon in den letzten Jahren auch schon zu Infinity War und Endgame geführt. Er ist also mit dafür verantwortlich, dass Marvel überhaupt anfänglich so groß wurde, wie es denn endlich groß wurde. Und auch wenn Marvel, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, in den letzten Jahren doch sehr abgebaut hat, ist Kevin Feige jemand mit unglaublich viel Erfahrung innerhalb des Business. Wie dem auch sei, My Time to Shine, das ist ein Leaker auf Twitter, beziehungsweise heute X, der hat berichtet, dass seine Quellen sagen, dass Kevin Feige mit dem Gedanken spielt, nach Secret Wars, also quasi dem nächsten großen Avengers-Film, das Handtuch bei Marvel zu schmeißen und Star Wars vielleicht sogar an sich zu reißen. Das heißt, er würde damit sogar Kathleen Kennedys Job übernehmen und eventuell Star Wars auf seine Art und Weise umkrempeln. Ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht ist, es ist auf jeden Fall eine Nachricht, die mit Vorsicht zu genießen ist, denn das sind Leaks, die ohne offensichtliche Quellenangabe erst einmal gar nichts bedeuten müssen, aber natürlich können. Insbesondere mit der Tatsache gekreuzt, dass Kevin Feige jetzt bei einem Interview darüber gesprochen hat, dass sein Star Wars Film, der ja irgendwo mal, wo er vielleicht von gehört haben hättet können, gecancelt wurde, beziehungsweise dass nicht mehr daran gearbeitet wird. Was jetzt also Sache ist, ob Kevin Feige auf einmal Star Wars übernimmt, auf jeden Fall auf Produktionsebene, oder einfach nur komplett bei Star Wars raus ist, weil sein Film nicht mehr in aktiver Arbeit ist, keine Ahnung, es sind komplett gegensätzliche Sachen, die gerade behauptet werden. Beides könnte aber auch richtig sein. Entscheidet das erstmal für euch selber, was ihr davon glaubt. Oder bleibt ihr natürlich in den nächsten Monaten hier am Kanal dran, um zu schauen, was am Ende dabei rumkommt. Ziemlich interessant ist aber Folgendes, nämlich Anakin Skywalker. Also die Persona an sich ist natürlich einer der interessantesten in Star Wars, aber ich habe mal ein bisschen auf der Suche nach Neuigkeiten das normale Star Wars Reddit durchforstet und habe dabei ein paar wirklich fantastische Sachen entdeckt, insbesondere alte Konzeptzeichnungen von Anakin Skywalker, also George Lucas, die er bewusst in Auftrag gegeben hat, um Künstlern die Möglichkeit zu geben, Anakin Skywalker und das Design für die Filme mitzubestimmen. Und da waren absolut irre Sachen dabei, von einem jemand, der gar nicht mehr an Anakin Skywalker erinnert, bis hin zu einem jungen Anakin Skywalker, der gemalt wurde mit den Kleidungen von Luke Skywalker aus Episode 6, einfach um hier einen Vergleich zu haben, mit rotem Lichtschwert und teilweise sogar Anakin Skywalker in Blond. Und ob das nicht genug wäre, habe ich im Verbund dazu noch Folgendes gefunden. Einen alten Artikel, wo darüber spekuliert wurde, wer nach Episode 1, 1999, dann in Attack of the Clones, also Episode 2, den älteren Anakin spielen sollen würde. Und hier kamen tatsächlich interessante Namen ins Spiel, unter anderem auch Leonardo DiCaprio, den ich mir hätte gar nicht als Anakin Skywalker hätte vorstellen können. Das wäre echt weird gewesen. Aber auch Heath Ledger, den wir ja später in The Dark Knight noch einmal als fantastischen Joker erleben durften, der aber auch leider rund um den Release zu The Dark Knight 2008 verstorben war. Wie dem auch sei, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Tatsache. Und aus heutiger Perspektive können wir, glaube ich, sagen,
Ich persönlich bin froh, dass es Hayden Christensen geworden ist. Übrigens, meine Cutterin, die das Video schneidet, die hat, glaube ich, ein Foto mit Hayden Christensen auf der Star Wars Celebration gemacht. Du kannst hier mal in einer kurzen Texteinblendung sagen, ob du es gut findest, dass Hayden Christensen es geworden ist, oder hättest du lieber Heath Ledger oder vielleicht sogar Leonardo DiCaprio gehabt? Ich kann mir die Antwort eigentlich schon vorstellen. Zum guten Schluss möchte ich noch einen Shoutout geben an Scotty. Und damit ist das Video beendet und ihr abonniert jetzt, wenn ihr es nicht gemacht habt. Geil, ne? So einfach geht das.